The enemy's weak. But don't drop your guard. I don't have time for small fry. Okay, let's sort this out nice and quickly. Komm, wir brauchen mal richtig rein hier. Hab dich erwischt. Hallo, hast du da mal zu? John. Nice one. Täusche, Täuschdeckse. Und bam. Ey, der lebt ja noch. Dexensteinzeug, großer Dexenkristall, zweimal. Oh, müssen wir hier buddeln. Damit müssten wir die verborgene Tür öffnen können. Riesenschlüssel. Ah, da müssen wir jetzt wohl wieder oben rein. Riesenschlüssel. Untersuche den Altar auf dem Dach der Verbannung im Sumpf von Satolt. Machen wir. Ortfeste der Verbannung. Wir machen mal ganz schnell morgens. Der bessere Level, finde ich. Sumkohl. Müssen wir hier rum. Und was machst du gerade schönes, Tyriana? Außer auf morgen warten. Und by the way, für Styriana auch für dich mal der Hinweis. Mal in die Bambams gucken, da gibt es jetzt eine Sammeldingsbums. Ja, da könnt ihr alle zusammenschmeißen für Donnerstagstreams. Oh, hinter Tür. Oh, da sind die auch wieder da. Oh. Oh, haust du da mal zu? Amateurish, Dunbar. Just like that. Leave this to me. Electric Dustbuster. Alex. Und tschüss. I can see this isn't pushing you at all. Oh, Dexensteinzeug, großer Dexenkristall, Stufe 2 und Gefahrflinte. Dexensteinzeug, da haben wir noch eine. Am Handy sieht man das nicht, das ist ja bescheuert. Schlechte Waffe. Wir sind da hoch. Hier geht's runter.
Hä? Ah. Cool. Ist ja cool. Wieso sieht man das im Handy nicht? Ist ja bescheuert. Holstein und fröhliches Fest. Hier muss wohl irgendein Opfer da gebracht werden. Mission. Erstatte Kacher Bericht. Na doll. Müssen wir den Bericht erstatten. Ihr seid Beste, habt Schatz vor Texten bewahrt. Was? Großer Altar dort, aber nichts passiert. Ach ja, es stimmt ja. Auch mit Schlüssel wären Dexen dort nicht sofort weitergekommen. Kacha erzählt euch nächstes Mal mehr. Danke für Schatzschutz. So, froh, dass wir helfen konnten. Wieder ein Problem gelöst. Das hier ist Dank dafür, dass ihr Schatz von Riesenvolk beschützt. Was haben wir gekriegt? Heilung hoch 4. Du hast den Plan der Dexen erfolgreich vereitelt. Kacha wird dir den Altar erklären. Ihr ahnt, dass Altar in Feste der Verbannung Geheimnis hat? Worum genau geht's denn? Kacha erzählt euch. Ein Altar muss geopfert werden. Riesenvolk hat mystisches Zeug geliebt. Rituale und Hokuspokus-Firibus. Das gilt auch für Ruinen in anderer Region. Die waren riesengroß, aber anscheinend keine Barbaren. Wahrscheinlich hatten sie eine feste Ordnung und strenge Regeln. Könnte sein, aber gab nicht nur hier Riesen. Hatten irgendwo großen Streit mit weißen Spinnen. Interessant. Es gab also auch damals Konflikte zwischen verschiedenen Völkern. Ihr müsst Riesenvolksspiegel auf Altar legen. Schrein Daksha auf Bionisbein, nicht weit von hier. Holt dort Spiegel und bringt ihn zu Altar. Besorge den Riesenvolksspiegel in der Nähe des Schreins Daksha auf dem Bein des Bionis. Haben wir schon. Cool. Wenn ihr alles richtig macht, erscheint Schatz. Kacha weiß auch nicht, was genau. Falls ihr schafft, zeigt Kacha bitte Schatz. Jo, wir kümmern uns. Danban gibt sein Bestes. Mission aktualisieren. Lege den Riesen auf dem Altar. Lubalabalala. Lappalappa blub blub. Und wieder darüber. So, wir gehen wieder von dahin. Wenn es am Handy gar nicht geht, ist das ja doof. Oh toll, die ist gar nicht immer. So. Hä? Du bescheuert, der ist so fertig. Der Schatz der Riesen, den wollte man. Ich laufe schon wieder in die falsche Richtung. In die falsche Richtung laufen habe ich voll drauf. Nebelbaum. Ich bin stark. Ich schlepp ganze Bäume mit mir rum. So, schleiche mal runter, dann nochmal durch. Heißt aber, das sind halt auch so Sachen, wo ich mir sage, das hätte man in einem Rutsch machen müssen. Warum muss ich da zurück und bla bla bla. Also das ist schon ein bisschen... ne? Einfach, damit man halt nochmal mehr laufen hat und 2 Minuten länger braucht. Aber gut. So, sind die oben wieder da, die Pfeifen? So, jetzt bin ich ja gespannt, was passiert. Wahrscheinlich wieder nichts.
Was ist das? Blauer Motorenteil. Ein seltsamer Gegenstand ist erschienen. Mut der Riesen. Mission aktualisiert, jetzt müssen wir wieder zurück, ne? Genau. Alter! Davor, Alter! Erhabene Königin. Drei Stück gleich, okay. Wir gehen erstmal zu ihr zurück. Als ihr Opfer zu Altar gebracht habt, kam böse Spinnen. Konnte doch Kache nicht wissen, aber Schatz habt ihr bekommen. Was? Komisches Ding? Das ist Mut der Riesen, ganz tolles Dingsbums. Zum Glück haben Dexen Dingsbums nicht bekommen. Bin froh, dass alles geklappt hat. Aber Mut der Riesen allein bringt uns nicht viel. Ihr solltet mitnehmen. Ihr müsst Ruinen von Riesenvolk in allen Regionen erforschen. Dann wird Mut der Riesen sicher noch von Nutzen sein. Unbezahlbare Informationen. Ihr solltet Kacha pelzige Füße küssen. Ah, das ist so, okay. Du hast den Mut der Riesen am Altar der Feste erhalten, aber laut Kacha ist er allein nutzlos. Doppelangriff 4. So. Klopfunruh und was bist du? Zum Katze. So, was haben wir nun noch? Haben wir hier alles? Tigerleder üben wir nochmal. Rettung des Arbeiters. Paolo und Narine, Erfindung, Sicherheit geht vor. Herausforderung. Besiege die glänzende Pforte am Marwasser an einem heißen Tag. Ja, das ist auch wieder so ein Ding. Weiche Pilze ins Grenzdorf müssen wir. So, dann gehen wir doch mal in der Grenzdorf. Alter. Wir reisen mal dahin. Der hat auch schon wieder Quest. Was? Migaga. Zeitpilze im Dorf sagen uns, wie spät es ist. Aber Zeitpilzen geht schlecht, sagen nicht mehr richtige Zeit. Das hört sich nicht gut an. Ja, bla 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 bla. Kein Noppern weiß mehr, wann Essenszeit ist, große Gefahr. Migaga, nicht mehr die Jüngste, kommt nicht gut Treppen hoch. Bitte macht ihr Zeitpilze heil. Gibt dem Zeitpilz im ersten Stock Dünger, im vierten und im siebten. Kaputte Zeitpilze im ersten, vierten und siebten Stock. Spucken wie Wildsporen, deshalb leicht zu finden. Ja, wir kümmern uns. Danke, Schala. Also halt. Hier, Dünger für euch. Gebt Zeitpilzen Dünger, dann sofort heil. Hammer, drei Stück. Da, Mann, nochmal. Pikipi. Bababa. Geist, Geist. Pikiki hört Geist. Bell vor Angst ganz putschig. Das hört sich nicht gut an. Ja. Schlimm, so schlimm. Pikipi. Pikipi. Hört jeden Abend schlimme Stimme von Geist. Kann vor Angst nicht schlafen. Finde heraus, woher genau die rätselhafte Stimme kommt. Machen wir irgendwann. Schlimme Stimme von Geist kommt irgendwo von unten. Jetzt wieder still, aber sicher unten irgendwo. Bitte geht suchen. Ja, wir kümmern uns drum. So. Händler, komm mal her. Du, hast du Bücher? Nein. Ah, Bücher. Oh.
Hat viele Bücher. Oh, bei Büchern geht das aber ratzfatz runter hier. Halt, haben wir doch schon. Hör mal. So, bitteschön. So, wo müssen wir denn nun? Spiel ist nun inaktiv. Na toll. Wie ich halt immer vergesse, nochmal abzudrücken. Ja, immer noch inaktiv. Na, sag mal. Ah. Wo ist denn der? Hier. Hallo. Ah, Pilze sehen weich und leicht zu kauen aus. Endlich wird Bauch gefüllt. Ich bin froh, dass alles geklappt hat. Schala freut sich auch. Aber solange Zähne kaputt sind, kann Kofuku nichts Gutes essen. Muss restliches Leben Weichfraß essen. Oh, du Armer. Endlich wieder Pilze gegessen. Aber Zähne zu schlecht, kann nie wieder harte Sachen essen. Dschungelärmel und Blutung 2. So, dann gehen wir mal hier in Grenzdorf. Stimme aus der Tiefe hatten wir gerade erst bekommen. Die defekten Zeitpilze, Pollenkugelzutaten. So, wo bist denn du? Alter, Ziel ist inaktiv. Ah, geht doch. Können wir mal suchen. Bei meinem Glück ist die jetzt wieder ganz oben. Oh, hier haben wir auch noch was. Ah, er sieht krank aus. Geben wir ihm etwas Dünger. Die waren das. Der Zeitpilz funktioniert einmal frei. Zeitpilze sind es. So, so. So, hast du auch Bücher? Also, wir erinnern uns, wenn wir unter 100.000 fallen, so, dann wären wir eigentlich in die Miesen. Dann muss ich jetzt echt ganz hoch, oder was? Hä? Will er mich ver... Alter, geh doch da mal weg jetzt. Ah, so rum, so rum. Ah, hier. Servus. Pollen von gelber Blumenwiese. Jetzt können Pollenlampen weiter leuchten. Ich bin froh, dass das alles geklappt hat. Erzähle euch was Interessantes. Lauscherchenspitzen. Ohne das hier zu schwierig, rote Pollenkugeln zu machen. Deshalb rote Pollenkugeln auch so wertvoll. Ah. Ah, wertvolle gelbe Pollen. Pollen. Tausend Dank, Bonn. Damit bleibt auch schön hell. Warum immer Polen? Wir haben Leute, können doch gar nichts dafür. Partner Shorts, Erstschlag, Stufe 3 hoch. I need to be even stronger. Oh, wir haben Level Up. Harmoniemünze. Sag mal, schiebt er mich aber weg. So, was hast du denn da? Oh, hab ich immer falsch drückt. So, es brauche mal Monster Mission. Terra Ogre. Siege. Oh, sollten wir hier vielleicht mal noch ein bisschen was. Räucherglut. Ogre Maske.
Gut, dann machen wir mal. Machen wir die. Haben wir schon vierter Stock. Hä? Der mich jetzt veräppeln oder was? Ach, jetzt auf einmal muss ich hoch. Blödes Ding. Können wir noch nicht. So, er sieht krank aus. Geben wir ihm mal Dünger. Und schon ist er wieder heile. So, der Zeitpilz funktioniert einmal frei. So schön. Alter, geht er mal auf den Weg hier. Müssen wir da lang? Oh, servus. So, müssen wir hier wieder rein. Ah, der funktioniert scheinbar. Hä? Oh, hier lang. So, hier haben wir ein neues Quest. Pepper liebt, na wisst ihr was? Worum genau geht's denn? Glitzernde, fluffige, puschelige, rosarote, süße, niedliche Dinge. Die liebt Pepper. Pepper ist glücklich, wenn sie von süßen Dingen umgeben ist. Sammle in der Äthermine 3 Liebeskraniche, haben wir 4 von 3. So, wir brauchen aus dem Wald von Magma Enigma Lotus 6 Stück. 2 haben wir schon. Jo, machen wir. Irgendwann. Oh. Bitte bringt ihr nicht Malotos und Glückssassen und Liebeskraniche. Ja. Sanban freut sich auch. So, da müssen wir mal lang. Und dann hier hoch. Und dort ist der Letzte. Er sieht krank aus, bla 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 bla. Der Zeitpilz funktioniert wieder einmal frei. Schön. Und dann müssen wir jetzt mit, ja. Alter, weil du da nicht drüber springen kannst, du Depp, oder? So, geht doch. Das geht sich einmal frei. Na, seht ihr, wie das geht? Da unten hockt er. Da ist doch Wasser. Ich hoffe, das ist tief genug. Easy. So, der leer. Guten Tag, Mademoiselle, wir sind wieder da. Seid bitte alle wieder heil. Jetzt muss niemand mehr überfressen. Ich bin froh, dass alles geklappt hat. Gut gemacht. Bla 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 bla. Vielen Dank, Bon. Noch nicht Zeit für Essen? Nein, noch nicht Zeit für Essen. Kohldampf habe ich allmählich auch wieder, ne? Bin auch so ein kleiner Noppon. Endlich können Noppon wieder 3 Uhr nachts und 3 Uhr nachmittags auseinanderhalten. Agi runter, Stufe 3. Yes, no. Schniff, schniff, schniffe die Düff. Altarisch ganz süßlich. Was riecht denn da?
Ganz komischer Geruch, Mika. Gabe ganz blemblem. Hirn wird ganz weich, Augen drehen sich. Geruch kommt bekannt vor. Wisst ihr, was das ist? Worum genau geht's denn? Ja, vielleicht können wir ja irgendwas tun. Ja. Geruch von Getränk, das Männchen Ponko Fuku mag. Aber warum riecht hier irgendwo versteckt? Untersuche den Ursprung des Düsengeruchs. Mach einmal irgendwann. Männchen Pon heckt sicher wieder irgendwas aus. So. Oh, hat dann mal Blumse gemacht. Tapetenwechsel. Achso, das waren die. Süßeste Verführung haben wir gerade gekriegt. Ja, können wir mal gucken, was wir da machen müssen, oder? Die ist nun inaktiv. Alter, das nervt halt. Ist nun inaktiv. Ah. Ja, da kommt er ja. Hallo? Oh, Migaka hat wohl rausgefunden. Ofuku macht aus Wasser unter Altar geheimes Noppongebräu. Süßlicher Geruch muss bald ein feines Aroma umschlagen. Aber ihr meint, Gebräu macht Leute taumelig und krank? Hat Kufuku uraltes Noppon-Geheimrezept verpatzt? Brauche entweder Waldtrauben oder Bitterkiwi. Kufuku konnte nirgendwo auftreiben. Ganz süß, böses Feuerwasser. Dreht sich. Zu süß, schmeckt komisch. Hätte besser seltene Zutat nehmen sollen. Alle trinken nur noch und werden wir im Kopf. Wenn schief geht, wir Frauchen von Migaka überkochen. Bringt eine von beiden Zutaten, überlasse mal euch. Waldrauben wohl leichter zu bekommen. Bitterkiwi müsste es in Magna geben, sind aber selten. Kofuku hat erst einmal im Leben eine gesehen. Also. Die Waldtraube haben wir ja gerade gesagt, hätten das Seltenere nehmen sollen. Also Bitterkiwi. Wir suchen mal Bitterkiwi. Hallo? Ah, Waldtrauben gebracht. Scheiße. Ihre Bitterkeit wird süßes Aroma verleihen. Ab ins Gebräu damit, sagt Migaka Bescheid. Ich wollte doch gar nicht. Lecker Gebräu, jetzt schon freu. Mach Gebräu mit Waldrauben, leichte Bitterkeit wird stark süß. Himmelsschuhe und Heilprozess Stufe 3 hoch. Ja, war das jetzt hatte das jetzt keine Auswirkung? Oh, ist noch nicht fertig. Müssen wir nochmal zu Migaka. Oh, jetzt ist die inaktiv. Oh, da ist sie. Was? Kofuku hat Getränk mit Waldrauben gebraut? Schlimmer, Kofuku. Schlimmes, zuckersüßes Gesoff. Nur Noppern ohne Stil und Anstand trinken das. Aber gut, dass Migaka jetzt Bescheid weiß. Ich bin froh, dass alles geklappt hat. Das hast du wirklich sehr gut gemacht. Bla 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 bla. Muss ernstes Wort mit Kofuku reden. Oh. Was? Braut Feuerwasser im Altarbecken? Riecht übel. Schlimmer Finger. Himmelshandschuh und Wassermantel Stufe 2. I'm never gonna give up. So, nachher mal gucken, bis was wir eigentlich, was wir an Story haben. Also Hauptstory. Nein, dahin.
Tiefe aus der Stimme, genau. So, wo müssen wir denn da hin? Ziel ist inaktiv. Alter. So, nur. Nur ist aktiv. Wo muss ich denn da hin? Jetzt muss ich mal da runter, wo ich schon mal war, hä? Hier haben wir auch noch was Neues. Hol ihn mal gleich. Tati! Hallo? Arkus, Hus! Bist du kalt hier? Zu kalt für Stimme? Stimme macht wieder krächz krächz. Kann Lied nicht ordentlich singen, das arme, schöne Lied. Tati braucht eure Hilfe, Freunde. Brauche unbedingt Kutteltankleider. Könnt ihr daraus warme Decke für nachts machen? Haha! Einer fehlt noch. So, hier war doch gerade einer. Nein, nicht du. Große Monster, schwer zu verhauen, fliegende auch. Aber niemand schlägt mächtige Nopp- und Angriffskette. Hab meinen Leuchtball verloren. Hab ihn so gern hin und her gekullert. Was, wenn er kaputt ist? Bitte helft suchen. Finde in Grenzdorf den Leuchtball. Ganz vorsichtig anfassen, wenn ihr ihn findet. Da bricht, wenn man zu fest drückt. Ja, machen wir. Wo geht's denn da hin? Oh, hier war ich auch schon mal.